Hallo und herzlich willkommen zurück bei Grim Dawn. So, wie man sieht, also ich weiß nicht, ob man sieht, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob man das überhaupt sieht. Wir haben eine neue Knarre, die habe ich momentan noch nicht reskinnt. Die habe ich jetzt, also wir waren ich habe vergessen, die beiden hier zu verkaufen. Ist egal, die verkaufen wir nächste Runde. Und wir haben diese Waffe hier eingetauscht gegen die neue, die hat 117 mehr Schaden pro Sekunde. Und auch 10 bis 15 Feuerschaden und so weiter, 65 Chaosschaden Prozent statt Feuerschaden. Wobei, nee, warte mal, das war ja über die Komponente. Das heißt, wir bleiben bei den plus 12% Feuerschaden, kriegen wir noch 65% Chaosschaden dazu, das ist sehr gut. Und 14% physischer Schaden wird auch nochmal in Feuerschaden umgewandelt, der kommt nochmal drauf. Also alles in allem sehr, sehr gut. So, da haben wir ein bisschen Glück gehabt diesmal mit der Waffe, habe ich aber zwischen den Folgen verkauft, wie ich es ja schon angedroht hatte, weil ich dachte mir, naja, so eine Verkaufsrunden, die sind nicht unbedingt immer am spannendsten. Wo kommt das hier her? Habe ich das? Okay. So. Und weiter geht's. Bevor wir da oben lang gehen, mich deucht, da kommt noch einiges, würde ich hier oben gerne nochmal schnell gucken. Guck mal hier. Oh. Na, großartig. Jetzt kriegen wir einen Stufenaufstieg, den ich die ganze Zeit schon haben wollte. Nicht mal unbedingt deswegen hier. Hier könnte man theoretisch... 13 von 12. Nice, gefällt mir gut. Hier könnte man theoretisch... Oder wir gehen hier auf den Wolf, wobei die Krähe ist halt eigentlich schon geil. Hier wird uns die Krähe halt dauernd noch heilen, das ist natürlich noch geiler. Und hier, der Rabe projiziert seinen übernatürlichen Geist auf ausgewählte Verbündete und stärkt sie über ihre tödlichen Hilfsmittel hinaus. Das ist schon ganz geil. 15 Elementarschaden kommen noch drauf. Und plus 10% Elementarschaden. Verstehst du? Das heißt, die Krähe gibt uns auch nochmal extra Dampf. Aber dafür brauchen wir noch 14 Punkte bei Okkultist und das dauert bis dahin noch ein bisschen. Und ich weiß, ob der Okkultist sich dahingehend lohnt. Die Krähe ist super. Aber da jetzt die Punkte reinzuballern, das würde halt noch ein bisschen dauern. Da gucke ich mal lieber, dass wir hier vielleicht, was ist das hier? Plus 2% kritischer Schaden, lohnt sich glaube ich nicht unbedingt. Und hier plus 5%, der immer plus 10% kritischer Schaden. Gesamtschaden um 6%, das war 7% modifiziert. Fähigkeit, Energiekosten würden wir sparen. Ah ne, das ist Einhand-Nahkampfwaffe. Es geht also nur das hier. Weiß nicht, ob ich das behalten will. Das hier wäre glaube ich interessant, oder? Härten. Energie reserviert, 6 bis 12 physischer Schaden, plus 10 physischer durchlassbarer Wundschaden auf alle Vergeltungsschaden. Ja, vielleicht wird das auch nicht lohnen. Ich weiß es gar nicht. Ich würde lieber gern gucken, hier Chaosschaden, das ist ganz gut. Feuer- und Chaosschaden, das ist so unser Ding. Und hier kommen wir zu Feuerschaden, da brauchen wir noch 30 weitere Punkte. Das heißt, wir müssen noch 10 Level aufsteigen, was absolut möglich ist. Und hier weiß ich gar nicht, 3 Energiekosten, Wahrscheinlichkeit physischer, 307 Feuerschaden. Aber das sind halt diese Dinger hier. Grenado. Da würde ich vielleicht doch gucken, ob ich nicht einfach hier vielleicht noch den Chaosschaden ein bisschen erhöhen kann. Müssen wir mal ein bisschen schauen. Ich kann es noch nicht genau sagen, wie es hier dann weitergeht. Die Falle eskaliert mit Spielerschadensbosi, platziert einen Mörser, der kontinuierlich explosiv genug feuert, bis sie verbraucht sind. Okay, ist nicht unbedingt meins, wenn ich ehrlich bin. Das hier mit dem Blitzschaden, das kann man gut mitnehmen. Ansonsten hier natürlich die rachsüchtige Flamme haben wir momentan nur auf Level 3. Die könnte man auch hochtreten. Gesamtgeschwindigkeit würden wir damit noch ein bisschen hochbringen, was ganz gut ist. Das müsste auch die Angriffsgeschwindigkeit beinhalten. Und Feuerschaden, das Ding macht dann noch mehr Feuerschaden. Gesundheitsregeneration pro Stunde. Pro Sekunde. Weiß ich momentan noch nicht so richtig. Und manchmal überlege ich, ob ich vielleicht den Okkultisten nicht hätte wählen sollen, obwohl die Krähe natürlich super ist. Aber ob ich da lieber hätte ein bisschen mehr wieder auf Dampf gehen sollen. Also auf Feuer und so. Großer Rabe-Attribute. Mal ganz kurz gucken. Wir haben jetzt 3 Geschosse. Das mache ich jetzt mal. Und dann gehe ich hier rüber und mach mal... So, dann machen wir das mal. Kriegen wir hier auch wieder ein bisschen mehr. Das ist ganz gut. Okay, Devotion hat man noch einen Punkt. Den habe ich immer noch nicht. Das mache ich mal später, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe. Und hier auf jeden Fall... Raffinesse. Dann können wir nämlich die Knarren zu Hause aus dem Lager. Das müsste ich... Eigentlich könnte ich das... Weißt du was... Ist hier unten nicht noch das Portal? War das nicht hier unten? Ich meine, ich kann es jetzt auch wieder neu casten, aber ich nehme das nochmal. Nach Devil's Crossing. Da habe ich jetzt die neue Knarre zwar mitgenommen, aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob das nicht sowieso geht, wenn wir jetzt gerade eben gelevelt haben. Das war hier mal ganz kurz... Stufe 30. 3 Stufen noch.
Und wir brauchen 258. Wir müssen jetzt auf Raffinesse gehen weiter. Dann kann man die bald benutzen. Schwefel. Flammenaugen, Schwefelschutzpulver. Das wäre natürlich geil, wenn wir das Set noch kriegen. Das Schwefelset. Aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Dafür gibt es ja sehr, sehr viele. Schwefel, Rüstung und Waffe, die Ulzuins Gläubige trugen. Flammenaugen, Schwefel, Schulterschutz, Schwefel, Repetiergewehr. Repetiergewehr mal hier, dann brauchen wir noch Flammenaugen und Schulterschutz. Aber wo wir den herkriegen, keine Ahnung. So, dann haben wir erstmal das hier. 4 bis 8 Feuerschaden, 10% Wahrscheinlichkeit für 300 Verbrennungsschaden, 45 Giftschaden, die nehmen wir noch mit, plus 39% Feuerschaden, plus 50% Verbrennungsschaden. Ich glaube, das ist okay. Dann können wir die gleich wieder verkaufen. Und dann sockeln wir gleich mal fröhlich durch die Gegend. Druff da. Dann haben wir das auch wieder drauf. Cool. Dann haben wir jetzt doch noch eine andere neue Knarre. Toll. Habe ich euch einmal nicht gezeigt, wie ich die Knarre wechsle. Und schon zeige ich euch, wie die Knarre wechsle. Give you a good price. Okay, dann kommt das hier alles weg. Resolutes, ja, ciao. Und die hier leider auch. Minus 264 Schaden. So, da bin ich mal gespannt. Und ab geht's wieder nach Hause. Also weg von, also dahin, wo wir her, also da, weißt du schon. So, nochmal ganz kurz oben gucken. Die Krähe ist weg, aus dem Grunde, weil wir sie gerade gemaxt haben, also weil wir ihr gerade... Ah, da kann ich nicht hin, okay. Das ist einfach nur ein grafischer Effekt. So, der ist Inquisitor Zauberstab. Okay, krass. Ja, ich würde sagen, das läuft schon mal damit. Ich teste das hier nochmal ein bisschen. Ohne Vogel. Ja, die eine ist gerade an der Vergiftung gestorben. Das ist schon mal ganz cool. Gilet Royal, na siehst du mal. Also wir sind schon, glaube ich, es ist vielleicht nicht die beste Skillung der Welt, aber ich glaube, die ist schon okay. Wir waren jetzt, glaube ich, auch noch nicht so oft ernsthaft in Gefahr. Halt nicht Inventory, sondern hier. Wir waren, glaube ich, auch nicht so oft ernsthaft in Gefahr hier mit dem, was wir haben. War hier oben eigentlich drin? Ist das gleiche hier? Da. Ah, okay, hier. Da geht es einmal da hoch und einmal da. Okay. Gut. Hä? Aber hier geht's doch noch rein. Nicht? Das sieht aus, als würde es da rein. Nee, ne? Weil hier so ein Durchgang ist, aber irgendwie. Nee, da ist nichts. Okay, sieht nur so aus, alles klar. Habe ich Adlerauge, habe ich direkt gesehen. Kiste. War ja klar. Hier ist sonst nichts mehr, Adlerauge. Dann würde ich sagen. Wie bereits gesagt. War das? Nein. Wie bereits gesagt, wir gehen jetzt. Und da hole ich auch nochmal ganz kurz unseren Freund. Moin. Kommst du mit? Krähe? Da. So. Minentür. Da haben wir den Kollegen. Der ist sehr nett zu uns. Also guck mal, der will erstmal ein schönes Gespräch. Hier kommen wir nicht durch. Und da unten scheint es noch weiter zu gehen. Cronleys Gang Auserwählter. Darius Cronley. Mein Freund. So Bourbon's dog has come barking. You should give up trying to act the savior. It doesn't suit you. Humanity is already doomed and a new power is rising. Ach so. Get on board like I did or go extinct. Well, that's not quite true. The Ethereals will need new vessels, so I'm sure they'll keep some domesticated humans around to breed like livestock. You know, I heard you were taken when they found you. I bet your offspring would make good vessels. Okay. Können wir das nicht friedlich beenden? Nö. Warum habt ihr es auf das Gefängnis abgesehen? Isn't it obvious? Devil's Crossing may be a prison, but it's like a fortress and controls the roads to Burwich and to the west. Sag ich doch. The Ethereals wanted to capture it, and you know, as much as I wanted out of that place, I think I've grown nostalgic for it. This time, I get to play Warden, and I intend to have some fun just like old Krieg did. Tell you what,
Give me Devil's Crossing and I'll put in a word for you. Maybe get the Ethereals to keep you around as a breeder. Either that, or I'm happy to do things the painful way. Painful for you, that is. Als Erzeuger? Ganz, da muss ich kurz drüber nachdenken. Klingt erstmal ganz gut. Können wir das nicht friedlich beenden, ha? Na? What kind of milksop did Bourbon send after me? Don't you know the name Darius Cronley? Before the Ethereals showed up, I was the biggest public menace in these parts. My name inspired nightmares in children, makes men tread quickly past dark alleys. I'll take you apart slow, piece by piece, like I did to so many victims before. I must say, I'm really going to relish this. Ich bin ganz ehrlich, der klingt für mich überhaupt nicht, der klingt für mich nicht mehr überzeugend. Der erzählt, was für ein großartiger, fieser Typ er ist. Aber ehrlich gesagt, in meinen Augen, lässt es ihn eigentlich dadurch noch viel schwächer und lächerlicher aussehen. So. Oh, nein. Ja. Nein, was mache ich denn da? Was? Was ist? Was? Ei? Was? Was wollt ihr gerade sagen, bevor der direkt gestorben ist? Da bin ich jetzt einmal ein bisschen rumgelaufen. Und da ich ja nicht Nahkampf bin, muss ich natürlich mal ein bisschen weglaufen. Der läuft hinter mir her, ich laufe ein bisschen weg. Er läuft hinter mir her, läuft ein bisschen weg. Das Übliche halt. So. Krehe ist auch noch dabei. Krehe hat aber ein bisschen was abbekommen, deswegen heile ich Krehe mal kurz. Zack. Und heilen heißt in dem Fall natürlich respawn. So. Uiuiuiui. Na, der hat aber ein bisschen was dabei gehabt. Ja, 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 zaubergewebtes Garn, schon gut, schon gut, schon gut. Der hat offenbar gut was dabei. Finde ich super. Aber ich bin ganz ehrlich, so richtig, ne, also richtig hardcore sind die Kämpfe halt nicht. Okay, was aber, ist aber okay. Macht Spaß, das einfach mal so nebenbei durchzuspielen. Vielleicht hätte ich deswegen auch Bock, das aufzunehmen, einfach, weil man kann es halt einfach mal so nebenbei machen. Einfach mal anstarten, ein bisschen Spaß haben und wieder beiseite legen. Das finde ich eigentlich ganz gut. Mit einem Schuss kann ich direkt zwei wegsensen. Das ist schon nice. Wobei nicht nur zwei, sondern halt Leute, die in der Nähe stehen. Kann ich ja damit wegsensen. Weil wegen natürlich. Ich glaube, das Gift ist es, ne? Ich bin mir nicht ganz sicher. Und manchmal haben wir dann noch dieses komische Pentagramm, was aus dem Boden ragt. Da ist das Pentagramm wieder und hat alle einfach mal weggedützt. Ich finde das schon super. So, hier geht es gar nicht weiter. Okay, da haben wir noch ein Trüchen. Mal gucken, eine Auszeichnung. Aha, plus 4, ja, okay. Cool. Coole Auszeichnung, ciao. So. Höhleneingang, da geht es noch weiter nach unten oder was? Hier geht es gar nicht mehr. Okay, ich dachte, ich komme jetzt raus. Ich dachte, wir machen heute noch die Brücke. Twin Fall. Okay, okay. Ja, also ich bin offenbar rausgekommen. Das sind offenbar nette hier. Ich war kurz irritiert, weil die grün geleuchtet haben. Das kenne ich so gar nicht. Palda! Sei auf der Hut, Reisender. Die Wilden, die oben in den Four Hills leben, haben diese einst prachtvolle Struktur zerstört, um ihre Opfer einzufangen. Da die Brücke zerstört ist und die Straße zum Schmugglerpass durch Stürme ausgewaschen wurde, ist der Weg nach Norden versperrt. Gibt es keinen anderen Weg? Es gibt einen anderen, aber es wäre dumm, es zu versuchen. Südlich von hier befinden sich die Ruinen der alten Stadt Arcovia. Dort gibt es eine Passage durch die Arcovian Undercity, die in die Broken Hills führt. Kehr um, wenn du klug bist. Das ist das Reich der verfluchten Toten. Der verfluchten Toten? Ja, die Reste des verfluchten Volkes von Arcovia. Ihre Geschichte ist tragisch, aber keiner kann sie besser erzählen als Amkala, die sich hinten in unserem Lager nahe New Harbor aufhält. Für die haben wir noch eine Geschichte hier. Ich werde mit dir sprechen müssen. So, hallo?
Ich gehe erstmal hier ein bisschen nach unten. Hey, Skelette. Moin. Achso, ihr seid noch hier. Hallo. Dach. Okay, hier. Da kommen wir schon gleich wieder hier. Aus dem Boden? Nicht? Ah, hier geht's. Ah, clever. Irgendwer greift mich hier gerade an. Ja, also bitte. Ich will jetzt aber auch nicht überheblich werden, ne? Vielleicht bin ich es auch die ganze Zeit schon. Kann auch sein. Ich will nicht überheblicher als sonst werden. So. Hier kommen noch bestimmt gleich wieder welche aus dem Boden. Arbalest, ich lese mal Asbest. Na, sag ich doch. Hallo, Freunde. Ich hoffe, euch geht's gut. Ja, überall, wo Menschen Rast gemacht haben, überall, sage ich ja, Monstergruppen und Niedergeschnitzelt. Es gibt keinen Kommen. So, vielen Dank. Essensration. Das nehme ich nochmal mit hier. Achso, da geht's hoch. So. Das nehme ich mit. Diese hellgelben sind übrigens auch so stackbare Sachen. Also die wir später sockeln können oder ausrüsten, wie auch immer man das nennen möchte. Davon haben wir inzwischen schon relativ viel. Ja, moin. Des Okkultisten verätztes Horn. Uraltes Lesepult. Was haben wir denn hier? Verschollene Textstelle. Wo bist du denn? Eine unvollständige Textstelle über Old Akovias Geschichte. Es ist unmöglich, sie ohne die übrigen Stücke zu entschlüsseln. Okay. Also kriegen wir da mehrere von. Weißt du nicht, ob wir die hier kriegen? Also jetzt nicht bei der Leiche, sondern generell hier bei diesem ehemaligen, ich weiß nicht, Palast oder was auch immer das hier gewesen sein mag. Ich würde mir manchmal wünschen, mal so ein Spielen. Es gibt ja viele sowas mit Ruinen und lalala, auch bei Diablo 2 mit den Ruinen und la. Würde ich mir manchmal wünschen, es gäbe sowas in einer Quest oder einfach die Möglichkeit, zwischen Zeiten herumzureisen. Ja, zwischen zwei verschiedenen Zeitlinien. Und dann nochmal, die zweite Zeitlinie ist das, wo das hier wirklich das Schloss war. Mit Leuten drin, mit dem Palast, mit was auch immer. Das fände ich irgendwie voll geil. Da steht einer. Dass man sich das dann nochmal angucken kann. Wir gehen gleich zu dem hin. Wollte ich nur mal vorher aufräumen. Find's unhöflich, mit den Leuten zu reden, wie den anderen noch um ihren Tod betteln hier. Ich bin so fucking überheblich. Widerlich. Ich verdiene es eigentlich mal zu sterben hier. Wir sind noch gar nicht gestorben, ne? Oder? Bin ich schon mal. Ich glaube, ich bin in diesem Run noch gar nicht gestorben. Zwar mal knapp. Also war schon mal knapp, aber so richtig noch nicht. Okay, warte, bevor das jetzt hier, ne, ich glaube jetzt hier nicht 5000 Meter, ich gehe jetzt immer zum NPC da unten hin. Sonst dauert es vielleicht auch noch so etwas zu lange. So, Calderos und Balvoruk. Sei gegrüßt. Du kennst mich nicht, aber ich habe von dir gehört. Ich bin Balvoruk vom Orden der Todeswache. Deine Heldentaten zeigen mir zu Recht, dass du genau derjenige bist, den ich für meine Aufgabe brauche. Aufgabe? Ja, ich bin hier, um dieses Land von mehreren bösartigen Geistern zu reinigen. Ihre verdorbene Präsenz hat Akovia lange genug zerstört. Meine Meister haben allerdings nicht bedacht, in welchem Umfang sich diese angestaubten Oligarchen mit ihren ehemaligen Untertanen umgeben haben. In der Akovian Undercity wimmelt es von den Toten. Ich gebe zu, weit mehr, als ich mit der Hilfe meiner Brüder bewältigen könnte.
Aber du entwickelst dich schnell zu einer Kraft, mit der man rechnen muss, die die Welt noch nie gesehen hat. Reise in die Undercity hinunter und verbanne die Geister von Nomos Dredd, Laudos Vagra und Rowena Kur. Suche meinen Begleiter Calderos beim Eingang zu den Stufen der Folter auf, sobald du fertig bist. Er wird dich zu deinem letzten Ziel führen. Jo, mach ich. Hast du getan, wie ich verlangt habe? Ich habe einige Fragen. Warum belästigen euch die Untoten nicht? Ich verberge meine Präsenz vor ihnen. Und Calderos ist nur ein weiterer Geist, der in Cairn umherwandert. Die Illusion würde jedoch gegen die Anzahl derer, die sie in der Undercity herumtreiben, nicht standhalten. Deswegen auch unsere Zwangslager. Ja, oder habe ich noch eine Frage? Warum seid ihr hier und reinigt die Toten? Die Sünden Akovias dürfen dieses Land nicht mehr verderben. Ich tue dies, weil es getan werden muss. Ja, oder habe ich noch eine Frage? Was ist der Orden der Todeswache? Du musst nur wissen, dass ich im Dienste Cairns hier bin. Ich habe noch eine Frage. Schon gut. So, Calderos. Deine Aufgabe ist unvollendet. Wo muss ich gleich wieder hin? Betritt die Akovin Undercity. Ihr Eingang liegt in den Ruinen westlich von ihr. Dort wirst du die Geister der Oligarchen finden. Gut. Da gehen wir dann bald auch mal hin. Hier haben wir soweit alles, glaube ich. Da, doch, das müssten wir auch haben. So, aber hier oben ging es noch lang. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist hier gleich wieder Ruinenzeit. Da kam gerade welche raus. Hat aber nicht lange gehalten. Da ist übrigens... nicht Ruinenzeit. Ich meine natürlich Schreinzeit. Nicht Ruinenzeit. Entschuldigung. Ruinen sind das ja alles. Seelenscherbe. Schön. Hier, ein weiter Schrein. Stark. Fertig. Heldenmonster getötet. Keine Ahnung, was passiert ist. Haben wir einfach ein Heldenmonster irgendwie mitgenommen. Naja. Und wir haben jetzt zwei Punkte, die wir investieren können. My inventory is full. Oh nein, nicht schon wieder. Heilige Scheiße. Ja, wer hier ist... da ist gut was los. Regionskarte. Ich mache immer Devil's Crossing, weil ich mich da auskenne. Ich weiß, wir haben hier was mehr in der Nähe, aber ich beam halt immer hier hin, weil, ganz ehrlich, ich weiß, wo die Händler sind. So, außerdem würde ich ihn ja vermissen, wenn er nicht mehr mit mir reden würde hier. 188. Ja, knarrentechnisch sind wir, glaube ich, erstmal gut versorgt. So, Schilde. Nö. Nein. 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 Das hier wahrscheinlich. Nee, lohnt sich nicht. Ist halt nicht unsers. Wie gesagt, ich achte da mehr auf Feuer. Chaosschaden. Plus 1 auf Siegel der Verzehrung? Haben wir, glaube ich, gar nicht, ne? Ich weiß gar nicht mehr, ich vergesse immer, wie der heißt. Feuerschlag, Blackwater wusste ich. Berührung der Flamme. Rachsüche. Okay, ja gut, bringt uns momentan nicht so viel. So, 105er Rüstung. Was haben wir hier noch Schönes? Gesundheitsregeneration, Chaoswiderstand, lalalalala. Oh, versenkendes Amulett hätte ich vielleicht mal reingucken sollen, aber egal. Schützender Cronley Siegelring des Donners. Ach, das ist von Cronley. Befleckt mit dem Blut seiner Opfer und jetzt haben wir unseren eigenen. Yay! Blitzschaden, scheiß drauf. Blutungsschaden, scheiß drauf. Stromschlagschaden, scheiß drauf. Ciao. Höchstens als Souvenir noch was wert. Das kommt weg. Das hier wahrscheinlich sowieso auch. Das hier, das ist ein Geistding. Das sehe ich sofort. Ja. Energieabsorption bei feindlichen Zaubern. Das ist eigentlich auch ganz cool, was wir jetzt momentan haben. Aber Feuerschaden und Verbrennungsschaden gefällt mir momentan tatsächlich sogar noch besser. Konstitution 13 Raffinesse. Wenn ich das jetzt, wenn ich ihn anlege, kann ich die Knarre nicht mehr benutzen. Also scheiß drauf, ich verkaufe den jetzt. Mache ich einfach kurz einen Prozess. Wir sind nicht so dringend darauf angewiesen, jeden Punkt hier zu optimieren. Das ist ganz gut. Also nutzen wir diese Begebenheit auch. Okay. Der da hat auch wieder eine Aufgabe, alles klar.
So, zack. Dann haben wir davon noch einen. Ah ja, da unten. Zack, wieder vervollständigt die Sammlung. Und hier hätten wir jetzt noch da wieder vervollständigt die Sammlung. Und darüber hinaus was zum Verkaufen, was zum Einlagern. So, ich verkaufe die immer nur erst, wenn die vollständig sind. Ne? Nicht wundern, wie zum Beispiel diesen hier auch. Können wir auch verkaufen. Die blauen lagern wir mal eben ein. Ich mach, ist alles sehr durcheinander hier. Guck mal. Kann ich später alles sortieren, damit es schön aussieht. Eigentlich müssen wir die gar nicht sammeln. Ich weiß gar nicht, warum ich es mache. Seelenscherbe, Lebenskraftschaden, Lebenskraftverfall. Schön, aber brauchen wir momentan nicht. Eigentlich. Was haben wir denn hier? 30% Verbrennungsschaden. Alle Handrüstungen. Oh, da war das Siegel gerade drin. Nur Handrüstung. Scheiße. So, das nehme ich mal hier mit. Das wird wieder verkauft. Ich weiß nicht, warum ich manche unten sammle und manche einfach da in der Reihe. So, hier. Scheiße, 30% auf Brand. Hier hat man nichts mehr? Nee. Was mache ich denn da jetzt? Das Siegel ist eigentlich auch ganz geil. 3 Chaos-Schaden plus 8% Chaos-Schaden plus 5% Angriffsgeschwindigkeit. Achso, da 5 Sekunden Aufnahme, 2 Sekunden. 345 Elementarschaden ist halt echt schon geil. Das geht auf nichts anderes? Das Problem ist, ich kann das Ding da nicht rausholen, dann sind die Handschuhe weg. Und wenn ich die Handschuhe raushole, ist das Ding weg. Also bleibe ich erstmal dabei. Und wir achten mal drauf, wenn wir neue Handschuhe kriegen oder wie auch immer. Da müssen wir mal drauf achten. Ach, doof, dass es nur auf Handschuhe geht mit dem Feuerschaden. Also ich würde es echt gerne machen. Vielleicht machen wir es auch noch. Aber der Elementarschaden von dem Ding ist halt auch nicht zu verachten. So, Altar ist hergestellt. Sehr gern geschehen. Siehst du? Das ist halt echt ganz geil, das Ding. Ach so. Sag das doch. So. Beil des Blutes. Oh, da geht's noch. Oh, wo geht's denn da hin? Lass mich raten, dass das, wovon der Typ erzählt hat, wo es runtergeht. Död. Na, das hat ja richtig gut funktioniert. Ich wusste, dass hier wieder welche rauskommen. Boah, diese wandelnden Untoten, ne? Oh, Zeichen des Reisenden. Dankeschön. Die wandelnden Untoten sind echt super, sind richtig lieb. Und hier steigen doch bestimmt gleich wieder welche aus der Erde. Ich dachte, hinter uns kommen die gleich wieder raus. Naja, oder hier. So. Hier sieht es auch richtig schön aus. Okay. Huch, kommt der denn her? Schade. Okay. Gut, da unten haben wir noch ein paar Höhlen von Bienen. Das ist ganz toll. Ich glaube, wir laufen hier nicht. Also arbeitsmäßig werden wir hier immer zu tun haben, glaube ich. Aber jetzt würde ich schon gerne. Guck mal hier. Die Tiefen von Old Arkovia. Da sollen wir ja auch reingehen. Wo geht's da nochmal hoch? Ich glaube, ich laufe hier gerade nochmal außen rum, ne? Wo gehst du da gerade nochmal hoch? Hier. Hier. Ach,
hier vorne müsste es gewesen sein, ne? So, hier ist die Treppe, alles klar. Huch! Junge! So, ein bisschen Lebensessenz. That makes a sense. Sag mal, wieso komme ich denn jetzt nicht mehr da? Hä? Ja, Mann, ich hasse diese Labyrinthe. So, komme ich hier wieder? Da muss ich raus. Okay. Also hier wieder rein. Heilige. Na sicher. Wir können doch mal gerade die Schnauze halten. So. Ich gehe jetzt trotzdem hier rein, auch wenn da noch ein Skelett übrig war, mir egal. Arcovian Undercity. Und weißt du was? Diese Undercity erforschen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Gehabt euch wohl. Tschüss.